haben wir uns wohl im Stockwerk geirrt. Erst blockieren Sie meinen Parkplatz und jetzt dringen Sie auch noch meine Wohnung ein. Das ist Hausfriedensbruch. Es war total nett von dir, dass du mich auf den Trichter mit der Fliegerei bringen wolltest. Und ich stell mich auf stur. Also wenn du mich nochmal fragen würdest, würde ich ja sagen. Da brauchen Sie aber die Hilfe eines Anwalts. Wenden Sie sich ruhig vertrauensvoll an mich. Am besten, Sie verteidigen sich selbst, Herr Jansen? Max Jansen? So heiße ich. Bitte, setzen Sie sich doch. Ich verstehe nicht ganz. Gerade eben wollten Sie mich doch noch auf Schadensersatz verklagen. Nehmen Sie doch das nicht so wörtlich. Nett haben Sie es hier. Wissen Sie, meine Reaktion eben. Ich glaube, ich habe mich da ziemlich im Zorn vergriffen. Wenn Sie es sagen. Ja, es ist wirklich sonst nicht meine Art. Aber es gibt Tage, da geht einfach alles schief. So. Ja, man wollte mein Auto abschleppen, dann versagt mein Anwalt auf ganzer Linie und dann dieses ständige Hämmern und Bohren. Ja, also das tut mir wirklich leid, aber in spätestens 2 Tagen sind wir fertig. Dann haben Sie wieder Ruhe, auch ohne Räumungsklage. Vergessen Sie es. Außerdem sollte man nie einen Anwalt verklagen. Außer wenn man selber einer ist. Oh, ich muss wieder zurück in die Kanzlei. Auf Wiedersehen, Frau van Anstach. Ach, bitte, ich bin Ihnen für mein Benehmen noch etwas schuldig. Darf ich Sie zum Essen einladen? Vielen Dank. Vielleicht ein andermal? Mir liegt sehr viel an guter Nachbarschaft. Ja, wir werden uns ja sicher noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Also dann? Bis bald. Hey, du machst wirklich den Flugschein? Ja, wieso nicht? Ich will, dass du glücklich bist. Oh, das ist so lieb von dir, Jonas. Aber du machst es doch nicht nur meinetwegen, oder? Nein, ich freue mich auch drauf. Was ist? Hast du doch keine Lust? Naja, ich habe schon ein bisschen Schiss. Ach Quatsch, das gibt sich wieder. Nach deiner ersten Flugstunde willst du gar nicht mehr zurück auf die Erde. Dann sehnst du dich nach dem weiten, blauen Himmel. Wahrscheinlich hast du recht. Es ist nur, ich muss mich erst meine Gedanken gewöhnen. Vielleicht nehmen die mich auch gar nicht. Hm? Wie meinst du das? Naja, so einen Schein kann doch nicht jeder machen, oder? Na klar, du musst natürlich körperlich fit sein. Aber wenn ich dich so angucke, musst du dir da keine Sorgen machen. Die Jacke sitzt prima, wie maßgeschneidert. Aber mehr was für besseres Wetter. Ne? Mhm. Aber die Hose ist doch auch schön. Ja, sitzt auch gut. Wie angegossen. Hast du gut ausgesehen. Gratuliere. Mhm. Vielen Dank, Mann. So edle Sache. Ohne dich wäre ich nie auf die Idee gekommen, in so einem Geschäft einzukaufen. Ach, Hauptsache, du freust dich. Heute Morgen hast du ja ziemlich genervt. Was war denn los? Ach, erinnere mich nicht daran. Dieser Stümper von Steuerberater. Was hat er gemacht? Einfach nur Mist. Und jetzt ist er auch noch verschwunden. Wieso verschwunden? Naja, ich versuche ihn schon seit Tagen zu erreichen. Ach komm, lass uns nicht darüber reden. Der Vormittag war bis jetzt so schön mit dir. Nimm meinen, der ist erstklassig. Gute Idee, ich werde drauf zurückkommen. Ach, weißt du was? Lass uns doch sofort ins Café gehen. Ich möchte mich so gern für die schönen Sachen bei dir revanchieren. Liebend gerne, aber in meinem Büro stapelt sich die Arbeit. Wozu hast du denn eine Sekretärin? Die arbeitet schon genug. Und einiges muss ich ja auch selber machen. Außerdem kommt unsere neue Praktikantin. Für die müssen wir uns noch um mein Zimmer kümmern. Wieso quartierst du sie denn nicht bei uns in der Pension ein? Uns ist gerade erst ein Zimmer frei geworden. Ach, das wusste ich gar nicht. Hm. Ach, das wäre ja wunderbar. Dann schick sie einfach vorbei. Ja, mach ich. Danke, Mann. Ja. Tschüss, mein Schatz. Und ärger dich nicht. Herr Olof, Ihre Krawatte da, die ist ja ziemlich bunt, hä? Vielleicht sollten Sie auch mal wieder zum Friseur gehen und bitte. Bügeln Sie mir doch diese Scheine hier glatt, ja? Na komm, hör auf jetzt. Ich kann schon nicht mehr. Ja, genauso ging es mir auch. Also habe ich der Bank den Rücken gekehrt und geguckt, was die Welt noch so zu bieten hat. Paris, London, Sydney, Rio. Jetsetter Simon, stets auf der Überholspur. Hahaha, sehr witzig, Brüderchen. Also manchmal war es schon ziemlich hart. Wovon hast du denn gelebt? Meistens in irgendwelchen Bars gejobbt. Das wird zwar lausig bezahlt, aber das Trinkgeld bringt's. Und man lernt jede Menge Leute kennen. Vor allem die mit den kurzen Röcken und den langen Beinen. Etwas Schönes sollte schließlich jeder Job haben, oder?
Und wie ging's weiter? Irgendwann habe ich dann den Film Cocktail gesehen. Und da habe ich mir gedacht, das Ganze auch. Ich bin nach New York und habe Barkeeper gelernt. Das ganze Programm. Oh, klingt sehr spannend. Ja, klingt aber auch, als wenn es nahe liegen würde. Ich meine, immerhin für einen Studenten der Betriebswirtschaft. Naja, und jetzt mache ich den Job schon ein paar Jahre. Rund um den Globus. Und ehrlich, ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. Das ist bestimmt toll. Aber ich glaube, ich könnte das nicht. Immer weg und nie zu Hause. Ja, ich weiß. Ewig kann man so nicht leben, aber im Moment ist es noch super. Aber pass auf, dass der Zug nicht irgendwann abgefahren ist. Wenn ich so einen bezaubernden Grund hätte wie du, ja, dann würde ich auch nicht lange überlegen. Dieser bezaubernde Grund ist aber vergeben. Was ist, kommst du jetzt mit nach Friedenau? Später vielleicht. Ich wollte erst mal meine Sachen auspacken. Verstehe. Und dank dir, dass du mir das Zimmer besorgt hast. Schon okay. Weißt doch, für dich tue ich fast alles. Frau Schneider, ein wirklich tolles Lokal haben Sie hier. Ganz klasse Atmosphäre. Oh, danke. Das freut mich. Du kannst es nicht lassen, oder? Wir sehen uns. Ihr Wagen wird nicht abgeschleppt. Ich konnte die Beamten überzeugen. Fragt sich bloß wie. Ich habe Ihnen erzählt, es handelt sich um einen Notfall. Schön, dass Sie so viel Fantasie haben. Das Strafmandat hätten übrigens Sie bezahlen müssen. Ich habe ja nicht falsch geparkt. Sind die immer noch beim Umbauen? Mich würde dieser Lärm auch wahnsinnig machen. Nicht, wenn Sie wüssten, was ich weiß. Was wissen Sie? Während Sie Ihre Zeit mit albernen Internetanzeigen verplempern, habe ich Max Jansen längst gefunden. Wie bitte? Wie denn und wo? Stoppen Sie die Suchaktion. Und zwar sofort. Seit wann wissen Sie denn? Seit heute. Max Jansen ist der neue Mieter. Er richtet gerade seine Kanzlei ein. Also los, an die Arbeit. Stehen Sie nicht so rum. Und noch eins. Kein Wort zu Peter Kaufmann, ist das klar? Natürlich, ich bin ja nicht schwerhörig. Denken Sie an Ihren Sohn und vergessen Sie Ihre Schulden nicht. Wie könnte ich? Wo Sie mich doch immer wieder so nett daran erinnern. Na, ihr zwei. Hi. Hey, so gut drauf. Was ist passiert? Er hat sich bestimmt wieder mit Kathi versöhnt. Gut geraten. Na, wir haben wieder über alles gequatscht und jetzt ist alles okay. Das ging aber ziemlich schnell. Hast du Kathi etwa versprochen, nun doch fliegen zu lernen? Nein, wieso? Ich habe ihr nur gesagt, wie sehr ich sie vermisse und dir ging es genauso. Offenbar geht's ihr wieder besser. Sonst hätte ich auf jeden Fall mit den von Anstattens gesprochen. Warum? Naja, falls Kathi weiterhin versucht hätte, dich zum Fliegen zu überreden. Hat sie aber nicht. Sie hat überhaupt nicht mehr vom Fliegen gesprochen. Ja, was kann ich dir bringen? Große Apfelsaftschorle ohne Eis. Ein Eis, so. Also eins ist sicher, Kathi will mit mir, Jonas Schelling, zusammen sein. Heinus für sie endgültig vergangen hat. Na, habt ihr mal wieder gelästert? Hey, du Spinner. Quatsch gar nicht. Tut euch ganz wangern. Bin gleich wieder weg. Wir haben nicht über dich gesprochen, Mann. Naja, ist ja auch egal. Sag mal, hast du Werkzeug dabei? Mein Roller ist mal wieder kaputt. Ach, deswegen. Ja. Warte. Hier, liegt alles im Kofferraum. Man dankt. Meinst du, es macht Christian aber noch was aus, wenn wir Heino reden? Allerdings. Ich glaube, ich spinne. Können Sie denn nicht aufpassen? Sorry. Tut mir leid, ich habe die Pfütze nicht gesehen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Lassen Sie das, das bringt doch sowieso nichts. Die Sachen sind nagelneu. Soll ich Sie nach Hause fahren, dann können Sie sich umziehen. So wie Sie fahren, landen wir doch gleich am nächsten Baum. Zahlen Sie mir lieber die Reinigung. Das wollte ich Ihnen eben vorschlagen, aber Sie lassen einen ja nicht zu Wort kommen. Taxi! Hier das Geld für die Reinigung. Gucken Sie davon eine Fahrstunde. Ganz schön temperamentvoll. Ich wollte einfach nicht, dass Christian das hört. Ist das so schwer zu verstehen? Nein, aber er hat schon Ewigkeiten nicht mehr über Heino gesprochen. Ja, das ist es ja. Die Dinge, die ihn wirklich beschäftigen, über die redet er nicht. Stimmt. Ja, das heißt aber nicht, dass ihm Heinos Tod nichts mehr ausmacht. Im Gegenteil.
Du meinst, er ist immer noch sehr traurig, hm? Ja, deswegen muss er das mit Kathi und dir auch nicht so genau wissen. Das würde ihn nur unglücklich machen. Ich gehe dann mal, ja? Du hast doch gleich Schicht. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich wollte Kathi noch das Video zeigen, das ich neulich von ihr gemacht habe. Oh, da wird sie sich bestimmt freuen. Muss sie auch, immerhin spielt sie die Hauptrolle. Ja, wie im richtigen Leben. Hm. Ciao. Ciao. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Kathi sich so schnell mit Thomas versöhnt hat. Obwohl er nicht fliegen will. Ja, finde ich auch ein bisschen komisch. Obwohl, ach, vielleicht sehen wir das auch alles ein bisschen zu negativ, hm? Ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Naja, vielleicht reden wir einfach zu viel darüber. Was hältst du davon, wenn wir uns zur Abwechslung mal wieder über uns unterhalten? Beziehungsangelegenheiten? Mhm. Ich weiß übrigens genau, dass ihr euch gerade über Heine unterhalten habt. Ja, war wohl nichts mit unserem Gespräch. Christian, es ging nicht um dich. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Vorhin diese Schweigenummer und jetzt das? Geht dein Roller wieder? Heino ist tot. Aber das ist noch lange kein Grund, mich hier wie einen Schwerkranken zu behandeln. Danke übrigens. Siehst du, was habe ich gesagt? Der tut nur so cool. In Wirklichkeit geht's ihm nicht viel besser als Kathi. Frau von Anstetten? Eine kleine Geste zur Versöhnung. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, dass ich Sie heute Morgen so angefahren habe. Ich habe es verschmerzt. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus bei Ihnen. Naja, es geht so. Es herrscht immer noch ein ziemliches Chaos. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Jedenfalls möchte ich mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verwendung. Das hätte nicht sein müssen. Naja, ich weiß. Nun packen Sie es schon aus. Oh. Frau von Anstetten. Das kann ich unmöglich annehmen. Wenn Sie es sich nicht mit mir verscherzen wollen, dann behalten Sie die Vase. Betrachten Sie sie als mein Einzugsgeschenk. Na schön. Vielen Dank. Ich hätte da noch eine Bitte an Sie. Ich habe den Handwerkern doch schon freigegeben. Ja, ich hab's bemerkt. Nein, nein, ich meine etwas anderes. Ja? Nun, die Sache ist ein wenig kompliziert. Kommen Sie doch in ein paar Tagen wieder vorbei, wenn hier alles fertig ist. Dann besprechen wir die Angelegenheit in Ruhe. Leider eilt es ein wenig. Was halten Sie davon, wenn wir dieses Schlachtfeld mit einem gemütlichen Restaurant tauschen? Sie müssen doch sowieso etwas essen. Und ob Sie nun den Pizzaservice bestellen oder mich kurz begleiten? Ich gebe mich geschlagen. Schön. Was halten Sie von Italienisch? Hier, stimmt so. Danke. Daniel, kannst du mir noch ein Stück mitnehmen? Ich muss zur Uni schreiben. Ja, klar. Hey, jetzt lass den Kopf nicht so hängen. Christian ist bestimmt nicht mehr so weit. Ja, trotzdem fahre ich nachher noch mal zu ihm hin. Entschuldigung. Wie siehst du denn aus? Manche Menschen können einfach nicht Auto fahren. Gewagtes Design. Sehr komisch. Die Sachen waren nagelneu. Aber was soll's? Ich würde mich auch ärgern. Ach so, ich vergesse. Kannst du bitte für das freie Zimmer Ryan Cosmetics eintragen? Die neue Praktikantin müsste irgendwann heute Nachmittag kommen. Das geht nicht. Ich habe das Zimmer heute Morgen schon vermietet. Das war unser letztes. Ich hab's meiner Mutter fest zugesagt. Ja, tut mir leid. Du bist sonst immer froh, wenn die Zimmer nicht leer stehen. Schon okay. Ich rufe meine Mutter gleich an. Jetzt gehe ich erstmal unter die Dusche. Hoffentlich funktioniert wenigstens das warme Wasser. Wie wäre es mit einem Aperitif? Danke, nicht am Tag. Ich nehme erstmal ein Espresso, bitte. Gut. Zwei Espresso, bitte. Das Essen bestellen wir dann später. Du Espresso, sehr gern. Und wo haben Sie nach Ihrem Staatsexamen gearbeitet? Bei meinem Vater in der Kanzlei. Wirtschaftsrecht. Ein sehr lukrativer Bereich. Ja, besonders in den Staaten. Haben Sie da auch gearbeitet? Ich habe dort ein Jahr hospitiert. Ah, und dann? Dann habe ich mich auf Strafrecht konzentriert. Danke sehr. Bitte schön. Sind Sie deswegen aus der Kanzlei Ihres Vaters ausgestiegen? Nein. Woher wissen Sie das? Es klang gerade so. Das hatte eher private Gründe. Oh, Verzeihung, ich wollte nicht indiskret sein. Wissen Sie, es ist nur so, ich suche schon seit langem nach einem guten Anwalt. Oh, hallo Peter, schön dich zu sehen. Hast du einen Moment Zeit? Was gibt es? Ich wollte dir Max Jansen vorstellen. Wir sind gerade Nachbarn geworden.
Wie interessant. Ihr beide werdet in nächster Zeit häufiger miteinander zu tun haben. Herr Jansen, mein Scheidungsanwalt. Herr Kaufmann, mein noch Ehemann. Sie sind also dieser Wunderknabe? Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ja, den Eindruck habe ich auch. Wiedersehen. Es tut mir leid, Frau von Anstetten, aber ich kann Sie nicht vertreten. Scheidungsrecht ist nicht mein Gebiet. Ich habe so fest mit Ihnen gerechnet. Ich gebe Ihnen gerne die Adresse von einem sehr guten Kollegen. Der kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Warte mal kurz. So, ich nehme mir nämlich gerade ein neues Tape auf. Die Lieder im Auto konnte ich nicht mehr hören. Ah, gut. Apropos, ich habe auch eine Überraschung für dich. Hier, da bist nur du drauf. Oh, weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sehen will. Oh. Ich habe aber auch eine Überraschung für dich. Ja, musst du aber die Augen zumachen. Du schummelst, kannst du, sonst bekommst du es nicht. Lass bloß zu. Das macht dich so spannend. So, jetzt kannst du gucken. Die ist für dich. Schupp. Mann, die ist ja tierisch. Sag mal, aber irgendwie kommt mir die bekannt vor. Ist die nicht von... Quatsch, das ist ein Erbstück. Gefällt sie dir? Und die wirst du mir schenken? Ja klar, Christoph zieht sie sowieso nicht mehr an. Und wenn sie dir gefällt, ist doch super. Also ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen kann. Klar kannst du das annehmen. Ich bin mal gespannt, wie du darin im Cockpit aussiehst. Cockpit? Wieso? Du hast heute Nachmittag deine erste Flugstunde, habe ich schon alles geregelt. Das ist wirklich lieb von dir, Kathi. Aber in 2 Stunden beginnt doch meine Schicht. Naja, vielleicht kann ich auch mit Daniel oder Christian tauschen. Machen die bestimmt. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Max Jansen als meinen Scheidungsanwalt. Aber er möchte nicht, richtig? Das ist nicht sein Gebiet. Er macht in erster Linie Strafrecht. Das könnte für Sie genauso interessant sein. Das wären Sie nicht frech. Peter Kaufmann wäre nicht erfreut, von Ihrer Doppeltätigkeit zu hören. Haben Sie die beiden inzwischen miteinander bekannt gemacht? Sie meinen Kaufmann und seinen Sohn Max Jansen? Ja. Ja, das war sehr amüsant. Ich glaube, die beiden mögen sich nicht besonders. Wie möchten Sie Jansen denn jetzt dazu bringen, Sie in Ihrer Scheidungssache zu vertreten? Hier machen Sie eine hübsche, ansprechende Mappe für unseren Anwalt mit meinen Angeboten. Bis wann? Bis heute Nachmittag. Wenn Jansen das ablehnt, ist er dumm. Und ein schlechter Geschäftsmann dazu. Glauben Sie mir, jeder ist käuflich. Jeder. Aber dein Anstand, Frau Worbe, nimmt Sie aber gar nicht. Ja, komm rein oder bleib draußen. Aus. Aber wenn du reinkommst, mach die Tür hinter dir zu. Also, wenn du lieber Fernsehen willst? Nee, ist schon gut. Was willst du denn? Wegen vorhin. Das war irgendwie blöd. Ja, ich hab das schon verstanden. Ihr wollt mich schonen. Obwohl, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. Naja, wir dachten, Heino, wir dachten, du willst nicht so gern darüber reden. Mir macht das natürlich überhaupt nichts aus. Hauptsache, ich bin glücklich, ne? Natürlich fehlt er mir, du Idiot! Aber ich muss eben irgendwie damit klarkommen. Meinst du, da hilft mir euer Getue? Ist ja schon gut, jetzt reg dich nicht auf. Weißt du, du tust immer so super verständnisvoll. Dabei hast du echt ein Talent, auf den Gefühlen von anderen Leuten rumzutrampeln. Hey, was machst du mich so an? Ich will dir bloß helfen. Hör zu. Wenn ich mit dir über Heino reden wollte, dann hätte ich das schon längst getan. Mensch, Christian, ich bin dein Freund. Ich weiß, dass du tierisch an deinem Bruder gehangen hast. Ja und? Unser Leben geht weiter, deins, meins und auch das von Kathi. Und das macht dir nichts aus, wenn wir uns über sie und Jonas unterhalten? Nee, warum? Ich freue mich für Kathi, dass sie jemand gefunden hat. Jonas scheint auch ganz okay und wenn es ihr gut tut. Gut, wenn du das so sehen kannst. Tut mir leid, dass ich gerade so ausgerastet bin. Aber du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Herrlich, dieser Ausritt. Och, schade, dass ich euch verpasst habe. Ich wäre ja gerne mit ausgeritten. Bist du sicher, dass du es nicht in den ganzen Nächten hinterm Tresen verlernt hast? Das wüsste ich aber. Im Ernst, Friedenau ist wirklich ein tolles Anwesen. Man ist direkt in der Natur.
Am Anfang fand ich es ja nicht so toll, aber inzwischen... Fällt sie auch nicht mehr vom Pferd. Aber du? Nee, mal im Ernst. Konntest du schon irgendwas von Düsseldorf angucken? Ich sag dir, die Rheinländer. Sie sind ein ziemlich temperamentvolles Völkchen. Männer oder Frauen? Im Ernst, ich habe mir heute eine Feindin fürs Leben gemacht. Oh, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Naja, wenn man durch eine Pfütze fährt und danach sieht die teure Hose aus wie ein Kreuzworträtsel. Oh, das klingt nach Ärger. Aber das hast du doch bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Ja, das ändert leider nichts an den Flecken. Mach dir doch nichts raus, die siehst du doch sowieso nie wieder. Tja, leider. Nein. Du bist doch nicht mal 24 Stunden hier. Und schon hast du die erste Frau im Visier. Das klingt nach meinem großen Bruder. Hey, du übertreibst. Bevor du dich hier weiter im Kopf und Kragen redest, wollen wir gehen? Verzeihung? Die Tür war offen. Oh. Keine Angst, ich mache es kurz. Hier, das ist mein Angebot. Tun Sie mir doch den Gefallen und schauen Sie mal rein. Bitte. Danke. Ich habe seit heute Mittag immer noch kein Scheidungsrecht studiert. Insofern. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie das lesen. Alle juristischen Angelegenheiten für Ihre Firma? Es handelt sich um siebenstellige Beträge. Das werden Sie sich doch nicht entgehen lassen. Warum liegt Ihnen so viel daran, dass ausgerechnet ich für Sie arbeite? Sie kennen mich doch gar nicht. Sie sind mir wärmstens empfohlen worden. Verstehe. Sagen Sie ja. Ihr Vertrauen ehrt mich, aber auch ich habe Erkundigungen eingezogen. Und zwar über Sie. Dabei ist mir Folgendes in die Hände gefallen. Ich stelle meine Arbeitskraft nur ungern einer Hochstaplerin zur Verfügung. Und du bist sicher, dass Christian deine Schicht übernimmt? Ich habe nämlich keinen Bock, den Laden hier allein zu schmeißen. Mach dir keinen Kopf, Christian muss jeden Moment auftauchen. Hi, coole Jacke. Wo hast du die her? Ein Geschenk. Hey. Hey. Na dann mal los. Danke, dass du meine Schicht übernimmst. No problem. Du bist dir sicher? Mhm. Also gut. Hey, worauf wartest du? Was ist denn? Stimmt irgendwas nicht? Nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me. Out of the desert valley, nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me, beneath the milky twilight. Lead me, around the moonlit floor. Ja, was machen Sie denn hier? Ich wollte Ihnen nur das Handtuch reichen.